Hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge von Let's Play Train Fever hier aus dem schönen Thaleberger Land. Die Odyssee aus dem Thaleberger Land geht endlich weiter. Letzte Woche sind wir nicht weitergekommen. Ich bin aus gesundheitlichen Gründen, weil ich immer gehustet habe. Es hat sich jetzt gelegt. Ich nehme jetzt heute noch am Sonntagabend auf. Und werde euch mit Train Fever beglücken. In der letzten Folge sind wir stehen geblieben. Ich sehe noch nicht das Bild. Hier sehen wir das Bild. So, zoomen. Leidenbrunn. Nahverkehr. Ich glaube, wir haben in Leidenbrunn hier ein bisschen ausgebaut und den Nahverkehr vorangetrieben. Des Weiteren haben wir eine Güterstrecke gebaut, die Leidenbrunn mit Gütern versorgt. So, ich will das Örtchen hier treffen. 82 von 82. Und Münzenberg. Nee. 60 von 61. Ich mal hier mal kurz Dettingen. 2 von 61. 0 von 34. Hammerstedt haben wir da überhaupt noch nichts gemacht. Also wenig wie in Aumühle. Gibt es keinen Fernbusverkehr. Aber ich glaube mal, hier fährt ja gerade noch keine Bahn. Wir machen Minus. Oh yeah. Oh yeah. Neues Fahrzeug ist verfügbar. Die BE5-6 Cobra. Sieht mal aus wie ein Triebwagen. Sieht mir aus wie ein Triebwagen. Wir gucken mal nach. In einem Zugdepot. Triebwagen. Ne, ist kein Triebwagen. Ist es ein normaler Wagen? Nein, Lokomotive auch nicht. Alle. Okay. Dann gehört es nicht da rein, sondern da rein. Das ist nämlich ein Straßenfahrzeug. Was? Was ist es denn dann? RE? BE heißt das doch. BE? Ah, das sind ja alle. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Können wir nicht machen. Muss auf jeden Fall mal ein bisschen Speed hier machen. Speedy Gonzales. Mal Öl. Werden die angesteuert? Nö. Null. Kommt ja der Ölfrachter an. Fahren wir mal hier mit.
2001. Ja, 2001 sind wir. Der hat auch noch gut Passagiere mit. Da gibt doch ganz schön Gummi, ja? Fährt auch fast voll wieder zurück. Guck mal am besten mal hier unten nach. Leitenwurm nach Minus. Warum denn das? Riederisch macht Plus jetzt schon wieder. Aber nur die eine Linie, ne? Machen ja knappes Plus. Sehr knappes Plus. Na, ja, das ist der. Der macht richtig gute, macht da richtig gute Kohle. Das sind so viele rote Zahlen. Ja, der hier, der macht oh, viel zu viel rot. Wer denn hier für Züge ein? Der hier? Pflanzen? Der macht Plus. Der Zug? Der macht auch Plus. Und hier kommen jetzt immer mehr Autos, ne? Dadurch wird der Kurzstreckenbetrieb ein bisschen nicht so schön. Viele fahren eben auch jetzt hier zu den größeren Städten.
diese Verkehrsbindungen, ne? Ja. Geht nach Riederich hoch. Ist das eine Durchfahrtsstraße? Ja, so eine Durchfahrtsstraße. Nee, ist es nicht. Die wohnen alle hier. Die wohnen hier. Hier fährt halt ein Zug oder fuhr mal ein Zug. Das kostet doch was, oder? So. Jetzt wollen wir was Produktives hier machen. Der will mich doch verarschen, oder? Nein! Ja, bitte. Aber so rum ja, ne? So rum funktioniert das komischerweise. Wo ist denn hier bitte schön die Steigung so groß? Keine Ahnung. So. Weil es geht ja eh noch drüber. Mensch, Mensch, Mensch. Das sind Sachen hier.
sind auf zweitleise ausgelegt. Aha. Stellen wir mal eine neue Linie. Schweinchenrosa. Das funktioniert jetzt nicht. Warum? Ich glaube, ich weiß warum. Und zwar ist hier Obergleis so. Gucken wir doch mal, was ist hier irgendwas nicht elektrifiziert? Alles verbunden. Nee. Ich will weiter aufnehmen. Ist hier jetzt What the fuck? Wo ist denn das Passwort? Will mich verarschen? Dann mal ganz kurz hier Textdatei. Ich glaube, ich schreibe nämlich gerade in Caps, oder? Jetzt ist klein. Wenn ich den mache, ist groß, ne? Okay. Löschen. Ja. Yeah. Fuck off! Alter, weg damit! Was? Bitte schließen Sie Trainfield, bevor Sie Steam beenden. Okay. Da ist das Let's Play mal jetzt vorzeitig beendet. Ich möchte aber schnell noch speichern. Für oben. Und Folge 35. Speichern. Abbrechen. Haben wir es jetzt gespeichert? 35 ist drin. Okay. 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 Dann möchte ich mich verabschieden von dieser Folge.
von den ganzen Tohuwabohu, den wir jetzt erlebt haben. Keine Ahnung, was das ist. Wünsche ich noch einen schönen Tag. Bis morgen. Ich wünsche euch, wie gesagt, einen schönen Tag. Ciao, ciao.